Moinsen, hier ist euer Matt. RIP. Und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Meeting Spy of Deimos. Und ja, ich befinde mich gerade auf meinem PVM-Char. Und das wird heute mal ein bisschen anders ablaufen. Und zwar gehen wir heute mal ins DT und farmen mal ein bisschen. Joa, ich habe euch ja versprochen, jetzt öfters mal Videos wieder rauszubringen. Nur das Problem ist, ich habe jetzt viel zu tun und ja, naja. Schauen wir mal. So, jetzt rufen wir erstmal unser Militärgaul. So, ja, natürlich Aura P muss sein. Jetzt bin ich gerade zur Zeit dran, mein Schwertwirbel auf perfekten Meister zu machen. Nur das klappt irgendwie halt nicht die ganze Zeit, so wie ich will. Ja, Rang müssen wir auch noch aufbauen, weil wir, ich weiß, glaube minus 15.000 oder so Rang haben. Und ja, Kaya G1. Ja. Was ist noch zu sagen? Ja, ich habe hier halt mein VMS, 500 DSS, kennt ihr ja bereits. Mein EH plus 9 mit 20 Untote. Mein Schuppenplattenpanzer plus 9. 50 Angriffswert, 1,5 KTP und 4er Steine. Und dann habe ich natürlich mein Kristallarmer plus 9. 10 dB, 2 KTP, 15 Magie, Def. Und ja, meine Ebenholzohrringe. Da habe ich halt 20 Untote, 15 Pfeilwiderstand. Dann meine Goldhalskette plus 9, 30 TP Regen, 20 TP Regeneration, 30 MP Regeneration, 1,5 KTP und 10 Crit. Ziemlich nice. Dann habe ich meinen Leingürtel plus 9, Lederstiefel plus 9, 2 KTP, 20 EXP Bonus und 5 Ummacht. Genau. Ja, alles außer den Schuhen ist eigentlich, sag ich mal, recht nice. Die Schuhe könnte ich natürlich auch, sag ich mal, besser switchen. Vielleicht mache ich das auch später. Mal schauen. Und ich habe die natürlich auch alle Seelen gebunden, ist ja wohl klar, weil ich ja grausam bin, wie man hier sehen kann. Und Moment, hier. Und ich habe, ja, minus 15.588, habe schon ein bisschen was abgebaut. Ja. Hat man, glaube ich, einen Seeli, genau. Und ein paar magische Eisenerze, das ist jetzt unwichtig, naja. Ja. Vielleicht lesen wir in der Folge auch einen Seelenstein oder auch mal anders, mal schauen. Jo, was ist noch zu sagen? Eigentlich nichts. Oh. Kampfrausch erstmal hier an. So. Oh, zieh ich mal lieber wieder Flüchtlingsumhang an hier. Ja, ich versuche jetzt viele Dämonen-Andenken zu farmen, weil die jetzt sehr viel wert sind in der Zeit. Nur was ich ein bisschen schade finde, sind zum Beispiel Dämonen-Edelsteine plus und ohne plus halt ziemlich gesunken. Also es lohnt sich meiner Meinung nach auch nicht so sehr, die jetzt zu farmen. Aber die Andenken ist schon nice zu farmen. Ich glaube, eins kostet jetzt zwischen 1,5 und 2 KK. Wenn ich mich nicht irre, kann ja ein bisschen weniger oder je nachdem ein bisschen mehr sein, keine Ahnung. Ja, das ist halt mal so. Heute kostet es dann mal 2 KK, morgen kostet es dann 3 oder übermorgen kostet es dann wieder 1,5 KK. Ja, sind wir auch schon gleich da, DT. Da brauche ich auch keine Buff, also die schaffe ich auch so. Erste, zweite Ebene. Ja. Kristallader. Oh, keine Spitzhacke dabei. Das ist nicht gut. Jetzt lackt es ein bisschen. So. Kurz was ausstellen hier. Ich schätze, wir können auch ausblenden. Brauchen wir nicht. Treffanzeige und Name kann stehen bleiben. Und ja. Ich habe jetzt hier noch einen verfügbar, also ein Skill. Eigentlich hatte ich das auf Sausen gesetzt, aber es soll ja irgendwann der 6. Skill für Krieger rauskommen. Und ja, dann skill ich halt einen Punkt auf den neuen Skill. Ja, und hier habe ich halt nochmal so ein Bluttablette benutzt, falls ich mich mal, eigentlich brauche ich das zwar gar nicht mehr, weil ich bleibe ja auf 55, aber falls ich mal vertippen sollte, dass ich das dann direkt wieder korrigieren kann. Jo. Schreibt in die Kommentare, falls ihr mehr Videos von meinem PVM-Char wollt oder eher von meinen anderen Let's Play-Char. Das ist euch überlassen und
ja, für die Mehrheit. Dann zum, für den anderen Charts oder für den hier, für die mache ich dann auch mehr Videos. So, fährt Braun ja nicht, können wir auch draußen lassen. So, ab in den Demotor. Wenn ich jetzt so frage, warum hat der jetzt so viel, wenig Yang? Ich habe mir jetzt einen Schuppenplattenpanzer plus 9 geholt und für den habe ich jetzt ein KKK geblättert. Und jetzt muss ich wieder farmen, bis ich ein bisschen mehr Geld habe, damit ich mir Seensteine holen kann. Weil SW auf P sieht schon ziemlich nice aus. Und da müssen wir noch einen neuen Handschuh reinhauen. So. Zack, AOP. Komm, Frau Spiel. So, jetzt noch Combo rein. Kann nichts schief gehen. Also war schon ziemlich nice. Damage zwischen 1,3 und 1,4. Und manchmal sieht man ja auch, da mache ich mal Crit und DB. Ich glaube, Crit war 2,6. Und DB war fast 3K. Ich glaube, 2900. Ja. Da. Dämon Edelstein. Na gut, ist jetzt nicht so viel mehr da. Die können wir auch verkaufen. So, jetzt erstmal einige anhauen, damit die uns verfolgen. Können wir die alle auf einmal killen. Zack, einmal SW rein, 5K, so muss das drauf. Und ich droppe anscheinend ziemlich viel eigentlich, für, obwohl ich keinen Ritterlich oder keinen Doppeldrop anhabe. Also ich habe zwar Doppeldrop, aber lohnt sich jetzt nicht anzuziehen. Für die paar Steine hier, beziehungsweise Andenken. Ja, ich glaube, wir gehen mal in die zweite Ebene, ist besser. Stein machen. 1,5, da hat man gerade gesehen, 3K fast. 1,4, 1,9, da 2,9. 1,5, 1,4, 1,7, 3K. Das ist immer unterschiedlich. Ja, sollten wir glaube ich packen, oder? Ich hoffe jetzt ohne abzuhauen. Oder? Ich glaube, ich weiß gar nicht. Na, kümmern die erstmal. Also ich finde es schon ein bisschen schade. Ne, obwohl, Schuppenplattenpanzer plus 9 habe ich gar nicht gekauft. Habe ich den gekauft oder was hatte ich gekauft? Auf jeden Fall hatte ich was gekauft, aber ich glaube, das war nicht der Schuppenplattenpanzer. Den hatte ich gegen meinen VMS mit 1,5 Stehsets getauscht, genau. Ist mir nur so eingefallen. Also wenn ich jetzt 1,5 Stehsets hätte, hätte ich auf jeden Fall 100 bis 200 Damage pro Schlag mehr rausgeholt. Wäre natürlich auch auf jeden Fall viel besser gewesen, aber was soll's. Vielleicht später nochmal, wo ich mein VMS über 50 Ds ist. So, was haben wir denn da? Fliegender Talisman. Aha, Crap, Prominent. Naja. So. So, jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. Wenn ja, dann tut mir leid. Ich brauche die ganzen Drachensteinsplitter nicht, weil ich weiß nicht, Drachenarchimisten für 55 ist ziemlich unnötig. Im High Level auf jeden Fall nützlich, aber für unseren Bedarf, also zumindest meiner Meinung nach, ist es ist nicht überflüssig, sage ich mal, aber es ist nicht auch nicht notwendig, weil man sieht ja, ich mache halt genug Damage, das ist ja nicht das Problem. Ja, brauche ich nicht. Aber ehrlich gesagt, das ist auch ein bisschen Geldabzocke, weil die ganzen Sachen ja auch ablaufen und man muss auch den Item-Shop halt so, ich glaube, wie ist das, diese grüne Drachenbohne oder so, keine Ahnung, damit man die halt verlängern kann und das kann natürlich auch fehlschlagen, die Verbesserung oder beziehungsweise die Verlängerung. Ich finde das einfach eine Abzocke, aber gut, wer es braucht, von mir aus, mir ist es egal, könnt ihr von mir aus Geld reinstecken, wie ihr wollt.
schnell bin ich eigentlich? 166 Speed, das geht eigentlich. Das geht. So, jetzt erstmal wieder pullen. Ich glaube, ja, das ist ein bisschen zu viel. Ja. Ach ja, ist zu sagen noch, dass jetzt Halloween-Event ist, aber also, beziehungsweise noch morgen, glaube ich, noch andauert. Aber ehrlich gesagt, der Event war sowas von unnötig und einfach nur scheiße auf Deutsch, gesagt, weil man Zauberstäbe, zum Beispiel aus den Halloween-Kürbissen, könnte man jetzt zum Beispiel Kisten herstellen und dafür braucht man halt dann Zauberstäbe. Und die Zauberstäbe kann man nur von Bossen und Mädchenstein droppen, was ich jetzt nicht schlimm finde. Aber die Drop-Chance, die ist sehr gering und das finde ich einfach nur schade. Und ich habe schon gesehen, dass man die auch im Item-Shop kaufen kann. Da habe ich mir gedacht, gut, ihr wollt unbedingt, dass wir wieder Geld in dem Spiel investieren. Danke Gameforge, aber naja, gut. Also finde ich das Event richtig scheiße. Aber ich glaube nicht, dass es jemanden interessiert, was meine Meinung ist, aber das ist ja auch egal. Je nachdem, der ein oder andere hat ein paar Zauberstäbe vielleicht gefarmt, aber der hat doch bestimmt nichts Besseres zu tun gehabt, die ganze Zeit Steine zu kloppen. Nee, muss nicht sein. Muss nicht sein. Früher war das Event mal besser. Da war es so, dass man halt Kürbis gedroppt hat. Zwar nicht so oft, wie die jetzt öfters runterfallen, aber man konnte sie nur mit Rechtsklick öffnen. Und wenn man Glück hatte, kam halt eine Segenschriftrolle raus. Und ich hatte von 20 Kürbissen vielleicht 3 Segenschriftrollen. Das war ziemlich nice. Heutzutage kommt da nur sowas wie Pott und sonst was raus. Echt. Ja, alles nur Geld. Nichts anderes im Kopf. Naja, wenn... Ich sag gar nichts mehr dazu. Ist zwar ein bisschen schade, aber was soll's. Den einen oder anderen ist es auch egal, die investieren, weil sie eh genug Geld haben. Für den anderen ist es etwas schade, weil sie nicht so viel Geld haben. Also ich meine nicht, man soll gar nichts investieren, aber so vielleicht 10, 20 Euro, ich meine, okay. Aber was daraus hinausgeht, das ist echt viel zu viel. Vor allem kriegt man auch so mickrige Beiträge, also DR, für viel zu viel Geld, das ist echt traurig. Ich weiß gar nicht, 125 DR für 10 Euro. Ja gut, lass ein bisschen mehr sein, 130 oder sowas, weil da gibt es ja noch einige DRs geschenkt obendrauf. Was eh keinen Sinn macht für 10, 15 Euro. Erst so bei 50 Euro macht Sinn, aber... Joa. So, nächste Ebene. Ich glaube, hier werde ich sterben. Deswegen erst und zweite Ebene fahr schmeißen müssen. Da Halloween-Kürbis kann ich euch zeigen. Oder obwohl, ja. Einige, also, wenn es nicht zu viele Gruppen sind, dann packe ich die auf jeden Fall locker. So, kommen wir mal. Mountain Bear können wir alles aufheben. So, wo ist denn das? Wo ist das? Da, Halloween-Kürbis, so sieht's aus. Da steht, der Kürbis füllt TP oder MP auf. Berührt man ihn mit einem Zauberstab, verwandelt er sich in die Halloween-Truhe. Ja, wie gesagt, halt Zauberstäbe, ne? Und die sind halt ziemlich gering zu droppen. Ich weiß nicht, ob die Drop-Chance erhöht haben, aber... wenigstens, ich sag mal, bei jedem dritten oder vierten Stein, wenn es rauskommen würde, dann würde es sich auch lohnen, dieses Event zu machen. Pfirsichblüte. Keine Ahnung, ich mach gebaut. Aha. Schon
700 Rang. Ja, schon nicht schlecht. Für die paar Minuten. Also es geht auch mit Handschuh Weiser Kaiser und Symbol Weiser Kaiser auf jeden Fall ziemlich schnell. Weil sonst wird das, sonst wäre das vielleicht bald, keine Ahnung, die Hälfte, 53 Rang. Weiß ja, ich glaube bei minus 20, nee, 12.000 konnte man glaube ich nochmal Sehnstein lesen, das können wir nochmal machen. Ich habe heute Morgen nochmal einen gelesen. Joa. Ich glaube ich sterbe. Jetzt kommen noch mehr, das ist ja schön. Das Problem ist ja nicht die Anfangs... ja, die, wie soll ich sagen, wie die ganzen Mobs, sondern wenn die zu halt diese zu den Gemeinen werden, also zum Beispiel die hier, die zweite Form von denen, dann ist das ziemlich lästig, weil die schon ein bisschen mehr Damage machen und mehr TP haben. Ich habe nicht so viel Fall-Death. Zum Beispiel in der Rüstung habe ich keins. Ich glaube die Rüstung switche ich vielleicht, aber ich weiß, 50 Angriffswert ist auch schon nice. Mache ich auf jeden Fall mehr Angriff. Beziehungsweise mehr Damage gesagt. Jo. Heute Morgen war ich im SC2 Level, also da habe ich einen Kollegen gelevelt von, ich weiß, von Level 8 auf, Level 8 auf wie viel waren das? Ich glaube 35 oder so, genau. In einer halben Stunde, das war ziemlich schnell. Und ja, Levelbrücke halt gehabt. Und ab 25 habe ich ihn dann nur mit dem hier gelevelt. Wegen dem Level 30 Unterschied, kennt ihr alle. Ja. XP hat auch ziemlich nice bekommen. Ich glaube, ich pack da 8-9 Gruppen, also sozusagen schon die Hälfte der Kammer. Und in 1-2 Minuten war die Kammer komplett leer. Jo. Also die komplett auf einmal die ganze Kammer, also Respawn-Kammer von SC2 packe ich jetzt nicht. Jo, fehlt mir das nötige Death, aber die Hälfte. Mit einmal schaffe ich auf jeden Fall locker. Ah, was heißt locker? Ich glaube, wir sterben, genau. Jetzt haben wir was verloren. Ach, der Dämonenkönig, den habe ich gar nicht gesehen. Was geht denn, du Schlingel? Wir töten. Alter, mach doch nicht. So. Das brauchen wir noch für später. Ich will erstmal die ganzen anderen Monster killen, damit ich den alleine killen kann. So. Jetzt warte ich mal auf Aura. Wertvolles liegen gelassen, weil manchmal passiert mir das, dass ich da mal einen Segensschritt voll oder sowas verliere. Beziehungsweise liegen lasse. Das wäre ein bisschen schade. We'll be right back.
So, dann wollen wir mal. Dann packen wir dich mal, Dämonenkönig. Sollten wir eigentlich schaffen. 4 KSW, nicht schlecht, gut. Laden. Nochmal 4K. Ja, die ganzen anderen Monster, die nerven. Sonst würde ich da schneller vorankommen. Jawoll! Seelenstein, Digga! So muss das laufen. So. Fertigkeitsbuch. Jawoll. Schon was Gutes gedroppt. Auch schon in der Folge. Nice. So muss das sein. Jawoll, Junge. Ich überlege, ob ich den verkaufen soll, weil ich brauche ziemlich dringend Yang. Jo. Außerdem muss ich eh Rangpunkte erstmal aufbauen. Aber ich freue mich gerade richtig wie so ein kleines Kind. Das ist richtig geil. In der Folge gleich Seelenstein gedroppt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Vor allem, ich habe auch keinen Doppeldrop drin. Und die Drop-Chance ist ziemlich gering eigentlich ohne Doppeldrop. Jo, warum nicht, ne? So, die kennen wir auch noch. Alter, wie viel die holen. Ich habe, glaube ich, zu wenig Death, 460. Ja. Hätte ich auch noch meine Buff dabei, dann wäre es um einiges reicher. Hier, die können wir auch mitnehmen, können die ganzen Sachen beim Game nicht verkaufen. Zack, 4-1. Also an Damage mangelt es bei uns auf jeden Fall nicht. Wenn wir noch unser Buff dabei hätten, dann hätten wir auf jeden Fall viel mehr gekrittelt. Und der hätte mir pro Schlag auf jeden Fall immer 3 bis 4K gemacht. Und DB vielleicht dann viel, viel noch mehr. Nice. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich DT schaffe, aber ich glaube, letzte Kammer, ich glaube, das ist viel zu viel. Also alleine schaffe ich das, glaube ich, nicht. Weiß ich nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich glaube nicht. Allein, glaube ich, von der Zeit her. Weil ich glaube nicht, dass ich die so schnell alle auf einmal killen kann. Also so in kleinen Gruppen, wie ihr seht, so 4-5 Gruppen auf einmal schaffe ich, aber nicht mehr. Also. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet, mich weiterempfehlen würdet, mein Video liken würdet und jo, wäre auf jeden Fall cool von euch. Und wie gesagt, ich versuche jetzt öfter Videos rauszubringen. Wie gesagt, das liegt immer daran, weil ich jetzt in der Zeit nicht so, also in der letzten Zeit nicht so viel Zeit habe. Boah, Zungenbrecher. Und jo, naja, machen wir das Beste daraus. Nicht sterben, nicht sterben. Knapp, knapp, knapp. Ah. Das war echt knapp. Das war echt knapp. Das war knapp. Das war knapper als knapp. So, die kämen wir nochmal schnell hier. Zack, zack, zack. Ich glaube, die Ebene schaffen wir, aber die nächste wird auf jeden Fall... Also die schaffen wir nicht, leider. Mit den 5 Säulen. Aber wäre auch schon geil, wenn wir die packen würden. Glaube ich eher nicht. Also wenn ich mehr Death hätte, dann auf jeden Fall, aber so leider nicht. Oh, Kapuze. Joa, leider der falsche Stein. Nicht schlimm. Wir haben ja noch Zeit. Ja.
Yo, was ist das für ein Kabelsalat hier? So, ich trinke mal kurz was. Ich hoffe, das stört euch nicht. Jo, au, der falsche Stein. Auch der falsche Stein. Hätte mich ja sonst gewundert, wenn es der richtige wäre. Und wie viel Rang haben wir? Minus 14.000. Ziemlich nice. Also 1,5 haben wir schon mal abgebaut. Also Rang gut aufgebaut. Ist schon mal was. Ich denke mal, ab minus 12.000 lese ich dann wieder Sehenstein. Zwar kriege ich dann doppelt so viel minus Rangpunkte, weil ich am negativen Bereich bin, als wie wenn ich im positiven Bereich bin, aber egal. Oh, ich vergesse immer zu potten. Jetzt sterbe ich, genau, weil ich vergesse immer zu potten. Natürlich habe ich nichts verloren. Auf Aura warten. Jo, jetzt kommen die alle. So drauf. Zack, zack, zack. Ich glaube, ich will, glaube ich, wieder drauf gehen. Ah, das war knapp. Scheiße, das war so knapp. Alter, ich krieg 1000 Nachrichten. Das nervt mich richtig total. Fame und so. Ach, nix Fame. So. Lass mich durch. Nachts. Na, wird das was? 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 Jawoll. Halloween, bla bla bla. Das, dies, dus. Ich weiß gar nicht, ob ich alles aufgehoben habe. Das ist scheißegal. So, jetzt bin ich beim... Jo, bei den 5 Siegeln. Und hier, da denke ich mal, dass wir auf jeden Fall verkacken werden. Weil wir einfach nicht genug Def haben. Jo, seht ihr ja schon. Jo. Ich weiß nicht, ich überlege, ob ich jetzt ein Let's Play Together irgendwann machen werde. Dann könnte man auch so einen Dämonentor mal zu zweit machen. Waffenzuhörer wäre natürlich nice oder so. Auf jeden Fall ein höherer Char mit mehr Def. Aber heben wir noch hier unser Dämonenstein auf. Kurz weg hier. Zurück zum Anfang von dem Dorf. Dann schafft er das ja nicht.
Leute, dann würde ich sagen, das war's von mir. Mach's gut, euer Mert. Ciao.